Leute, heute haben wir einen tollen Amp hier. Und zwar haben wir hier den Red Fox, den Thorsten Rolf. Ja, hallo. Er hat sich diesen Amp gegönnt, gekauft. Und Thorsten, erzähl doch mal ein bisschen, was wir jetzt hier vorfinden. Also wir haben jetzt gespielt ein, das ist eigentlich ein Turner-Mikrofon mit einer Black CR-Shure-Kapsel. Ich weiß gar nicht, von wem ich das habe, das ist leider Pech. Und einer Hohner Rocket in A. So, und jetzt haben wir hier den Marble. Thorsten, wie heißt der? Das ist der Marble Harpwood mit 25 Watt, 4x8er Speaker, Special Design von für Marble. Genau, für Harmonika auch, ne? Also speziell für Harmonikaspieler konstruiert. Ich muss sagen, der kommt, also das ist wirklich schon ein geiles Teil. Also wir fangen mal an, am besten hinten. Also hier haben wir schon mal die Röhrenbelegung. Genau, also ganz klassisches Design eigentlich, kann man gucken. Ne? Und ja, alles sauber aufgeräumt, super verarbeitet. Und vier schöne Achter da drin. Und jetzt kommen wir schon zu einem kleinen Highlight hier. Hier gibt es nämlich noch zwei Mogelstecker sozusagen. Und zwar einmal einen Clip und einmal ein AFB, ein Anti-Feedback. Ne? Und was man damit auch immer machen kann, auf jeden Fall kann man da noch was vorwählen, oder? Thorsten? Genau, also man kann mit dem Clipper-Switch den Ganzen ein bisschen heißer machen und mit dem Anti-Feedback natürlich, klar, dann entsprechend Feedback verhindern. Feedback killen, ne? Und gut, und dann haben wir hier die, da müssen wir den mal umdrehen, haben wir hier die Einstellung, also zwei Eingänge haben wir und Volumen, Ton, Kontur, erzähl mal, was der Kontur macht. Also der Kontur macht in der Einstellung von 1 bis 6 kappt er die Tiefen und von 7 bis 12 kappt er ein bisschen die Höhen, sodass man dann, je nachdem wie die Toneinstellung ist, dann da noch den Sound verändern kann. Das habe ich gemerkt. Also die Einstellung, die ich jetzt hier habe, die habe ich eben gespielt. Also ich habe den Master, genau, er hat noch so eine Art, er hat einen Master, genau, wo man vorwählen kann. Da kann man auch nochmal den Sound so ein bisschen kitzeln, ne? Ja, und dann On and Off, Standby, der Klassiker so, ne? Also ist schon, hat mich beeindruckt, die Lautstärke 4x8er bin ich ja nicht so ein Wahnsinnsfreund von, muss ich sagen. Aber da kam jetzt schon ein ordentliches Pfund raus, ne? Wie man ja jetzt gehört hat. Also, ja, das war es im Grunde genommen, oder? Das war's.